Nach einem Einsatz erwartet Kriminaloberkommissar Bora Aksu und Kriminalkommissar Tom Jankowski zunächst einen Notfall. Ein junger Mann wird Opfer einer Pfeilattacke. Hallo! Hilfe! Bitte jemand helfen! Kommen Sie. Geht das? Ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Übernimm mal. Was ist passiert? Mein bester Freund und ich, wir waren auf dem Weg hierhin und irgendwie wurden wir plötzlich mit Pfeilen beschossen. Und ja, dem ersten konnten wir noch ausweichen und der zweite hat getroffen. Wo wurden Sie beschossen? Da vorne an der Kreuzung. Hier vorne an der Kreuzung? Ja, genau. Wir waren schon fast hier eigentlich. Die Kriminalisten schicken Kollegen der Wache zum Tatort. Sie sollen dort nach dem Schützen und Hinweisen auf die Tat suchen. Während der Verletzte von Sanitätern versorgt wird, erfahren die Ermittler, dass eigentlich seine Begleiterin bei der Polizei Hilfe suchen wollte. Sie sagten gerade, Sie wollten sowieso hierher, weshalb wollten Sie hierher? Ja, ich habe im Moment so ein bisschen Probleme und dann habe ich gedacht, ich komme lieber mal vorbei und mein Freund wollte mich halt unterstützen. Und ja, aber was sind das für Probleme? Ich habe im Moment so ein bisschen Probleme auf der Arbeit. Ich bin Bademeisterin und ich habe in letzter Zeit so ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen, es sind jetzt Anschläge, aber ich erlebe viel in meinem Beruf, sagen wir es mal so. Und so langsam geht es halt einfach ein bisschen zu weit. Also es sind jetzt einfach keine Streiche mehr. Eine Sekunde, ganz kurz. Ist Ihnen irgendwas noch eingefallen, was wir die Kollegen draußen vor Ort noch mal sagen können? Wie der Täter ausgesehen hat? Ein Kennzeichen vielleicht? Oder gar nichts. Aber vielleicht sollte man, wichtig wäre vielleicht, dass man Veits Sohn Joris verständigt. Er ist alleinerziehend. Seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Nicht, dass der jetzt sich irgendwie Sorgen macht oder so. Ich weiß nicht. Alles klar. So. Jetzt werden wir noch mal konkret. Was sind denn Probleme auf Arbeit? Wie gesagt, ich bin halt Bademeisterin und natürlich sind nicht immer alle Badebesucher damit einverstanden, wie ich da meine Regeln setze. Ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit, ja, also erstmal zum Beispiel habe ich, da sieht man glaube ich noch ganz gut, hat mir irgendjemand wohl was ins Shampoo getan. Ich hatte auf jeden Fall nach dem Duschen einen ganz schlimmen Ausschlag. Drehen Sie mal den Kopf zum Fenster. Für Tom Jankowski ist das ein klarer Fall von Körperverletzung. Der Kriminalkommissar ermittelt, dass zudem Kleidungsstücke der Bademeisterin zerschnitten und Fotos verunstaltet wurden. Bedrohlich sind vor allem Nachrichten, die der jungen Frau in ihren Spind gesteckt werden. Ja, und dann habe ich halt noch sowas hier noch gefunden. Also haben nur Sie das angefasst? Darf ich mal direkt fragen, weil Sie... Ich habe das meinem besten Freund auch gezeigt, natürlich. Also der wollte ja deswegen auch nicht. Der Feind. Genau. Aber, aber ob das jetzt... Wehe dir, wenn du duschen gehst. Das sind die Drohbotschaften, die uns die Dame aus dem Schwimmbad hier vorgelegt hat. Wir nehmen sie sehr ernst, denn einfach einen Streich oder jemanden zu machen und jemanden ärgern zu wollen, da macht sich heutzutage doch keiner mehr die Mühe, Buchstaben einzeln auszuschneiden, aufzukleben, um eventuell seine Spuren zu verwischen. Das ist ein Stilmittel aus alten Hollywood-Streifen. Und für uns doch sehr ungewöhnlich, dass sich jemand diesen Aufwand für so eine Geschichte hier betreibt. Ich habe halt auch schon mal manchmal ein paar Probleme mit Badegästen. Auf jeden Fall. Das ist so eine jugendliche Gruppe. Ich kenne auch die Namen gar nicht alle. Ich weiß, dass es ist der Anführer, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Der nennt sich Sören. Ich glaube, Kaluga. Kaluga? Sören Kaluga? Ja, ich glaube, ich kenne nicht alle mit Namen. Ja. Und ja, die haben halt, dieser Sören hat halt auch mal versucht, sich ein bisschen an mich ranzumachen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Mhm. Und natürlich bin ich da nicht drauf eingegangen. Und seitdem habe ich halt das Gefühl, dass er einfach auch ein bisschen negativ mir gegenüber auftritt. Also, okay. Also den einzigen, den ich gefunden habe, ist ein Sören Kulaga. Ah, Kulaga. Kulaga, kann das passen? Ja. Passt das? Das passt auch, ja, genau. Der steht wohl so ein bisschen aufs Hohen schießen. Doch, das ist er aber. Das erkenne ich. Gut, okay. Jetzt würden Sie draußen nochmal einen Augenblick Platz nehmen. Ja. Das würden wir gerne behalten, klar. Untersuchen. Ja, da würden wir mal gucken, ob wir da vielleicht ein paar Fingerabdrücke drauf finden und so weiter. Okay. Und dass Sie jetzt erstmal sich nochmal um Ihren Freund kümmern da draußen. Ja, ja. Auf jeden Fall gerne. Okay. Bitte schön. So. Sag mal, so, was ist denn das für ein Typ? Das ist der hier offensichtlich, da siehst du auch. Gewalttäter. Ist wohl der, den wir halt suchen. Die Ähnlichkeit ist ja da. Ja. Das Bild ist vor 2 Jahren gemacht worden, aber hier
Ja, die Bereiche im Gesicht, die markanten Punkte, die auf dem ED-Bild passen auf jeden Fall. Wir haben hier Anzeige wegen sexueller Belästigung. Zweimal. Aber gut, gab es noch kein Urteil, weil er wahrscheinlich zu jung war, was halt auch immer. Als gewalttätig ist er hier deklariert worden. Und ja, hat auch hin und wieder mal lange Finger. Oh. Okay. Indizien vom Tatort deuten darauf hin, dass der Täter mit dem Motorrad geflohen ist. Die Schutzpolizisten berichten, dass der Verletzte daraufhin angegeben hat, ein schwarz-oranges Motorrad in der Nähe gesehen zu haben. Die Vermutung der Ermittler, der Schütze könnte heute erneut zuschlagen. Tom Jankowski fasst einen Plan. Jetzt mal ganz ehrlich, wehe dir, wenn du duschen gehst, pass auf deine Sachen auf. Okay, duschen hier Hals, Shampoo, aber... Ja. Die Uhr schlägt 9 auf nach Hause, bevor deine Beine versagen. Boah, was sagst du? Ich hatte heute sowieso Bock, noch ein paar Runden zu schwimmen. Das ist nicht dein Ernst. Naja, was soll man machen? Wir müssen in dieses Schwimmbad gucken, ob die People da sind. Gut, aber wolltest du... Ernst? Willst du da undercover dahin? Also willst du verdeckt? Naja, willst du denn die große Bullennummer schieben? Wir gehen schön undercover. Ich dachte, wir Badehöschen latschen. Wir sprechen die an und fragen mal, was Sache ist. Ich glaube, da werden sie uns nicht allzu viel erzählen. Was haben wir für Druckmittel? Wir können sie nicht festnehmen, ja nichts. Also werden wir mal ein bisschen gucken, ein bisschen lauschen. Die Kommissare mutmaßen, dass es sich bei dem Täter um den Anführer der Jugendgruppe handeln könnte. Vermutlich bedroht er die Bademeisterin aus Rache für ihre Abweisung und wollte die Frau und nicht deren Begleiter mit dem Pfeil treffen. Die Ermittler setzen die Bademeisterin als Lockvogel ein. Zu ihrer Sicherheit postieren sie Schutzpolizisten um das Freibad. Ihr Plan geht auf. Der Verdächtige lässt nicht lange auf sich warten. Dann würden wir uns schon mal ein bisschen umschauen. Und ja, Sie machen klar, einfach gerne. Das, was also, Sie sonst auch machen. Also wie gesagt, es dürfte auch niemand da sein. Also ne, es ist geschlossen, ja. Es ist falls niemand hier. Falls Sie irgendetwas sehen sollten oder falls Sie sich irgendwie in Gefahr fühlen sollten, dann rufen Sie ganz laut. Also haben Sie keine Angst davor, dass Sie die Maßnahme kaputt machen. Ihre Sicherheit geht vor. Alles klar, mache ich. Okay. Und wenn Sie irgendwie Hilfe brauchen, fragen oder so, dann machen wir. Wir gucken erst mal, ne? Ja, danke. Alles klar. Ja, das Schwimmbad war hier bei unserem Eintreffen natürlich noch geschlossen, noch nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Wir haben uns aber trotzdem entschlossen, uns schon mal in unseren Dress zu werfen, um natürlich sofort bereit zu sein, wenn hier irgendetwas vor sich geht, wo wir dann schon quasi mit der Umgebung verschmelzen müssen. Also da ist alles safe, alles zu? Da auch, alle zu. Gibt einen Eimer voll Verstecker, aber die habe ich jetzt erstmal ausgelassen. Okay, so. Der Egon 1520 für 3210 kommen. Ja, wir haben. Ja, hört ihr das auch? Hörst du das auch? Bewegt sich da jemand in Richtung Freibad? Voll viele Schreien. Okay, Funkstille. Ich setz mich mal dahin. Der 1520 für 3210. Ja, hallo? Ja, konntet ihr unsere Zielperson erkennen? Einer von denen schien ja unser Kuhlager, glaube ich, zu sein. Könnt ihr das bestätigen? Nein, das ist negativ. Wir haben die nicht gesehen, wir haben sie nur gehört. Hier ist das Gebüsch leider noch dazwischen. Ja, okay, habe ich mit. Knall gehört? Die Kriminalbeamten nehmen an, dass der Knall aus Richtung der Umkleideräume kam. Dort könnte sich auch die Schwimmbadangestellte aufhalten. Polizei! Wir haben Schusswaffen! Ja, alles ruhig! Okay, machen Sie auf sich aufmerksam. Wo befinden Sie sich? Wo sind Sie? Hier drin. Ich stehe vor dem Spiegel. Hey, runter! Alles fallen lassen. So, Schritt vor. Vorkommen alle drei. Ist sonst noch wer da drin? Nein. Sonst noch jemand da? Nur ihr drei? Ja. Kommt runter. Runter. So. Unter den Jugendlichen ist auch der bereits vorbestrafte Hauptverdächtige. Mit der vorläufigen Festnahme des Trios ist der Fall für die Kriminalbeamten allerdings noch nicht gelöst. Was ist denn hier los? Ja, wir haben gekifft, aber mit den Knall haben wir nichts zu tun. Wir haben nichts gemacht. Ja, wo kommt der Knall denn her? Ja, keine Ahnung, das waren wir nicht. Das wart ihr nicht? Nein. Außer euch ist doch niemand da oben. Ja, wir waren's aber nicht. Wir wollten es nicht. Okay, und was habt ihr mit der Frau hier zu tun? Vor allem du? Ja, okay, sie hat mir letztens einen Korb gegeben und ich hatte ein bisschen so einen Hass auf sie, aber ich hab nichts
gemacht. Ich würde nie, keinem Menschen was antun. Wie nichts gemacht? Ja, ich habe überhaupt nichts gemacht. Was machst du denn hobbymäßig? Ja, ich schieße Armbrust. Ein bisschen Armbrust? Ja. Okay, und wo sind Sie heute Nachmittag gewesen? Ja, unterwegs war ich. Womit sind Sie denn unterwegs? Auto, Motorrad? Ich bin zu Fuß, nein. Zu Fuß? Nein, ich habe niemandem etwas getan, glauben Sie mir. Was hat denn mit der jungen Dame hier zu tun? Nein, ich habe nichts getan. Ich würde niemandem irgendetwas antun. Verstehen Sie mir doch. Ein bisschen Party hat doch gemacht, wa? Ja, wir haben ein bisschen Joint geraucht, okay, aber... Komm, sprich meinen ganzen Sätzen. Ich weiß, Kiffen macht doof, aber... Ja, wir haben niemandem etwas getan. Sie müssen uns glauben. Ja, über die Armbrust sprechen wir gleich mal am besten mal. Nehmt ihr die drei mit? Kriegt ihr das hin? Ja. Mal Verstärkung, ne? Nimmst du die auch noch mit? Ja. Fliegen die so hoch? Alles gleiche. Wir gehen uns oben noch mal umgucken. Ganz kurz, bevor du die mitnimmst. Jürgen, ja. Ich frage dich jetzt nur ein einziges Mal. Das kriegen wir sowieso hier raus. Hast du die heute Mittag die junge Dame mit der Armbrust attackiert oder nicht? Nein, ich habe wirklich nichts gemacht. Wo ist denn deine Armbrust? Sie wurde mir geklaut. Wann? Ich kann es Ihnen beweisen. Ich habe das auch gemeldet letzte Woche beim Verein. Ja, Sie können danach fragen. Sie wurde mir geklaut. Und wer hat sie geklaut? Weißt du das? Ich weiß nicht von wem, aber sie wurde mir geklaut. Ich würde nie irgendjemandem etwas tun. Okay, überprüf das mal. Ob die geklaut wurde, gibst du uns gleich per Funk Bescheid, ob das so stimmt. Die Kommissare halten das Trio für glaubhaft. Sie wollen weiterhin auf dem Gelände ermitteln, um den Täter zu überführen. Die Kriminalisten vermuten, dass er der Bademeisterin mit Böllern einen Schrecken einjagen wollte. Der Täter greift allerdings noch zu drastischeren Mitteln. Was haben wir denn hier? Nee, hier ist alles gut. Also hier liegt Seife. Hä? Der ist auch ein bisschen ausgelaufen hier. Meinst du das von der Putzfrau, oder? Ja, würde ich erst mal denken, dass sie das vergessen haben, oder? Seife? Hier? In der Umkleidekabine. Ja, die Knaller sammeln wir nachher in. Ich habe jetzt keine Tüte mit zum Sichern. Oh, okay. Was ist denn da los? Da schreit ja jemand. Oh. Was wollen Sie da? Alice! 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 Alice, was ist da? Lilly liegt da oben, eine Freundin von Falks Sohn. Ja, dann bleiben Sie mal da. Warum denn? Ich muss dir helfen. Nee, Alice, nicht höher. Kommen Sie mal ganz langsam runter. Ich hab da eine ganz blöde Vermutung. Nicht, dass Sie das mit Seife rein. Es kann sein. Was ist denn los? Es kann sein, dass die Stufen präpariert worden sind. Kommen Sie bitte langsam runter. Wir kümmern uns sofort, wenn Sie unten sind. Ich muss nach oben. Ja, Alice. Ruhig, kommen Sie runter. Was haben Sie da? Das ist so ganz glitschig. Ja, kommen Sie langsam und vorsichtig runter. Tom Jankowskis Verdacht? Der Knall war nur ein Ablenkungsmanöver, um die Stufen des Turms mit Seife einzuschmieren. Die Ermittler schätzen, dass die junge Frau auf der Aussichtsplattform etwas mit den Angriffen auf die Bademeisterin zu tun haben könnte und sie hochlocken sollte. Wie heißen Sie? Ich habe hier Kabelbinder. Hast du irgendwas dabei? Ja, warte. Können Sie uns sagen, was passiert ist? Nein, ich... Vorsicht, halten Sie mal auf die Hände auf. Nein, halten Sie mal ganz vorsichtig hin. Ach, danke. Was heißt nein? Ja... Vorsichtig mit den Füßen, nicht die Füße bewegen. Okay, Sie sind los. Ihr Freund? Danke, ja. Wie heißt Ihr Freund? Der... Können Sie aufstehen? Ja. Ich liege hier schon die ganze Zeit. Ich wollte ihn doch nur vor Dummheiten bewahren. Was für Dummheiten? Welche Dummheiten? Er wollte irgendwas mit der Alice anstellen. Ich weiß nicht. Wie heißt Ihr Freund? Das ist der Joris. Joris weiter? Joris Jupp. Joris Jupp. Und was wollte er hier? Oder was wollte er mit der Alice anstellen? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass er ihm irgendwas wollte. Und ich wollte ihn davor Joris bewahren. Jupp überprüfen, ja. Ich wollte nicht, dass zu irgendwelchen Dummheiten kommen. Keine Ahnung. Und dann haben wir uns gestritten. Und dann hat er mich geschubst und hier festgemacht, damit ich nichts tun kann dagegen. Die Kripo-Beamten ermitteln, dass die junge Frau die Briefe an die Bademeisterin geschrieben hat. Sie wollte der Angestellten aber nicht drohen, sondern sie nur warnen, ohne ihren Freund zu verraten. Was wollt ihr denn genau tun oder was hat er denn vor? Ich weiß nicht, er ist auf jeden Fall eifersüchtig, und weil seine Mama doch gestorben ist und es geht ihm gar nicht gut damit und er denkt, du willst sie ersetzen. Wie kommt er denn auf so... Ich weiß jetzt nicht. Hast du einen Ausweis bei dir? Nein. Was ist denn da drin? Das ist mein Schlüssel. Was ist denn das für ein Schlüssel? Das ist von meinem Mofa, der Schlüssel. Sie haben Mofa? Ja. Was für eine Farbe hat Ihr Mofa? Schwarz mit orangenen Streifen. Schwarz mit orangenen Streifen. Ich rufe am besten mal Veit an, dass der vielleicht Joris hierher holt. Der muss ja wissen, wo er ist. Okay, der Joris ist noch hier?
Ja. Okay. Ach, Joris, ist hier. Ja, dann ich rufe trotzdem sofort erstmal Veit an. Ja, machen Sie das mal. Also das, hol du mal die Kollegen ran. Wir müssen die Länder absuchen. Offenbar hat sich der Verdächtige schon vor der Öffnung des Freibads Zutritt zum Gelände verschafft, um seine Tat vorzubereiten. Jetzt gilt es, die Flucht des skrupellosen jungen Mannes zu verhindern. Geh mal. Hey, Joris! Komm mal her, du bist doch Joris. Komm mal raus da. Du bist umstellt. Komm mal her. Raus. Komm mal raus. Sag mal, was ist denn hier los? Hey, bleib mal ruhig. Sag mal, Freundchen. Ist sonst noch jemand hier? Joris? Nein. Du bist alleine? Sicher? Hat man hier noch eine Handfessel? Ja. Genau. Ich habe euch meine Fondschen spendiert. Genau, deswegen. Indizien erhärten den Verdacht der Kommissare, dass der Tatverdächtige die Stufen eingeseift hat. Bei der Zusammenführung von Vater und Sohn ermitteln die Kriminalpolizisten, dass ihn ein fatales Missverständnis antrieb. Kommen Sie mal bei, setzen Sie sich erstmal mit Ihrem Bein. Wie geht's Ihnen denn? Wie geht's Ihnen denn? Ganz gut, ja, aber. Können Sie stehen, laufen? Ja. Fragen Sie ihn so, weil wir würden auch gerne wissen, was los ist. Was hast du angestellt? Das Richtige. Ja, was das Richtige? Was willst du mit der Alten? Wie, was will ich mit ihr? Spinnst du jetzt? Wovon sprichst du denn? Sag, was ist los? Mutter ist gerade 2 Jahre tot, dann kannst du direkt die Nächste anschauen? Wie die Nächste? Wir was sind nicht zusammen. Scheiße? Wir sind gute Freunde, die unterstützen. Juri, wovon sprichst du denn? Seit dem Tod hast du dich so zurückgezogen. Ich habe Hilfe gebraucht. Ich komme überhaupt nicht mehr an dich ran. Joris, ich möchte wir deine Mutter nicht zusammen ersetzen. Und die kann auch keiner ersetzen. Ach, hör doch auf, das passt dir gerade recht. Hey, ich setz mich mal hin kurz. Für die Ermittler ist klar, der Täter terrorisiert die Bademeisterin seit Wochen. Der Schuss auf den Vater ist nach Einschätzung der Kommissare aber von einer anderen Person abgegeben worden. Hast du mich abgeschossen? Nein. Du hast doch einen Mofa. Ja. Bist du den gefahren? Ja. Hast du die Armbrust abgefeuert? Ja. Nein, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Aber ich wollte ihn davor bewahren, dass er irgendwelche Dummheiten macht. Und eigentlich wollte ich sie treffen, damit sie heute nicht hier hin kann. Aber dann machst du Dummheiten. Aber wissen Sie eigentlich, was das bedeutet? Ich weiß das. Sie hätten auch einen völlig Fremden treffen können und das hätte tödlich ausgehen können. Ich weiß, es tut mir doch leid. Es war nur so, ich wollte nicht, dass ihm irgendwas passiert. Ich wollte nicht, dass er irgendwelche Dummheiten macht. Ja, aber Sie müssen noch mal nachdenken, was Sie tun. Das ist ja nur das unglaublich. Das war doch alles so gar nicht gemeint. Wir haben also zum einen natürlich dieses Mädchen, was mit dem Pfeil auf die Freundin oder gute Freundin des Vaters geschossen hat, um einfach den Jungen da so ein bisschen aus dem Rennen zu nehmen. Der Schuss ging also kräftig daneben, um das mal so zu sagen. Dann hatten wir natürlich den Sohn des Vaters, der wiederum der Bademeisterin einer auswischen wollte, indem er hier dieses Geländer präpariert hat, damit sie da abstürzt. Letztendlich stehen hier einige Straftaten drum. Dass sie, ob sie Strafanzeige stellen? Natürlich nicht. Ich denke mal nicht. Aber nichtsdestotrotz müssen wir den Sachverhalt erstmal aufnehmen. Wir müssen die beiden befragen, vernehmen. Sie sind beide volljährig, nehme ich an. Ja, okay. Dann werden wir Sie erstmal dazu befragen. Sie müssen sich nicht mehr zu der Sache äußern. Sie müssen auch keine Aussage tätigen. Aber wir nehmen Sie erstmal mit auf die Wache und dann werden Sie erstmal ED behandelt. Die junge Frau muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls verantworten. Sie wollte den Verdacht von ihrem Freund ablenken. Deshalb hatte sie für die Tat die Armbrust ihres Bekannten und Verehrers der Bademeisterin gestohlen. Der Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung belangt. Nach einer Aussprache mit seinem Vater bereut er seine Taten aufrichtig.